Herzlich willkommen zur TEATS Lecture on Addressing Antisemitism. Zu ganz Beginn, bevor wir loslegen, ein technischer Hinweis. Diese Veranstaltung findet auf Deutsch statt, aber es gibt eine englische Übersetzung. Und deswegen ganz kurz, to all our English speakers, we do have an English translation ready. You should have received an email with a link to the letters, the translation and some instructions to follow. In case you don't have it, we will post it in the chat now, so everyone could get access to the English translation. Das nur kurz vorweg und damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen zur TEATS Lecture. Das hier ist die Auftaktveranstaltung für eine bald jährlich stattfindende Vorlesungsreihe zum Thema Antisemitismus. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle und Sie alle hier heute mit dabei seid. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön auch an die drei Organisationen, die uns unterstützen. Einmal die NGO Humanity in Action, die Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Vielen herzlichen Dank. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist Antisemitismus in Deutschland, ein Thema, das erschreckenderweise sehr aktuell ist. Es lässt sich an einer ganzen Vielzahl an Beobachtungen ablesen, unter anderem zum Beispiel an der Tatsache, dass sich genau heute der Anschlag auf eine Synagoge in Halle jährt und dass erst kürzlich ein Mann vor einer Synagoge in Hamburg attackiert wurde. Vor diesem Hintergrund wollen wir diskutieren, wie wir uns alten und neuen Formen des Antisemitismus entgegenstellen können und was wir tun können, um eine offene und demokratische Gesellschaft zu stärken. Bevor wir inhaltlich einsteigen, noch ein Hinweis. Sie sind alle stumm geschaltet, aber es gibt die Möglichkeit, Fragen an uns alle hier zu senden über die Chatfunktion. Wir laden Sie sehr herzlich ein, das einfach schon im Verlauf der gesamten Veranstaltung zu nutzen, uns Ihre Fragen zuzusenden. Und wir werden am Ende der Veranstaltung Zeit haben, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Deswegen herzliche Einladung und wir freuen uns auf die Diskussion später. Das einmal vorweg sozusagen. Und wir würden uns freuen, Ihnen zu Beginn der Veranstaltung eine Erklärung zu geben, warum die Veranstaltung eigentlich TEATS Lecture heißt. Der Name Hertie ist vielen ein Begriff. Manche von Ihnen kennen vielleicht die Hertie-Warenhäuser oder kennen die Hertie-Stiftung oder andere Institutionen und Programme, die von der Hertie-Stiftung gefördert werden, zum Beispiel Hertie School of Governance in Berlin. Und deswegen ist dieser Name Hertie im Prinzip bekannt. Aber wenige wissen, dass dieser Name Hertie von Hermann Tietz kommt. Hermann Tietz ist eine nach ihm benannte Warenhauskette, gegründet von einem jüdischen Unternehmen, Oskar Tietz. Den haben Sie auch schon gesehen. Das war nämlich die allererste Folie, die Sie im Warteraum heute gesehen haben. Und das Gesicht, was Sie da gesehen haben, ist eben Oskar Tietz. Diese Warenhauskette war sehr erfolgreich und wurde dann aber in den 1930er Jahren unter der NS-Herrschaft arisiert. Das bedeutet, dass die Eigentümer dieser Geschäfte aus dem Geschäft getrieben wurden und emigrieren mussten und alle jüdischen Angestellten entlassen wurden. Und infolgedessen wurde auch eine Umbenennung dieser Warenhäuser vorgezogen, nämlich von Hermann Tietz zu Hertie. Die wenigsten wissen, dass der Name Hertie im Prinzip aus den Anfangsbuchstaben von Hermann und den Anfangsbuchstaben von Tietz besteht und deswegen Hertie zusammengesetzt eben im Prinzip diesen alten Namen ergibt. Auch wir wussten das tatsächlich lange nicht. Wir, das heißt die Initiative, die diese Veranstaltung hier ausrichtet. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, diesen Namen wieder bekannter zu machen und wollen das tatsächlich unter anderem durch die Benennung dieser Veranstaltung tun. Soweit wir wissen, sind auch Nachfahren von Oskar Tietz eingewählt aus New York. Deswegen an der Stelle a very warm welcome to all the descendants from Oskar Tietz who are joining us from New York. We're very happy to have you here with us. Um diesen Namen bekannter zu machen, wie gesagt, und die Geschichte der Warenhäuser, aber auch die Geschichte der Familie Tietz eben tatsächlich zu adressieren, haben wir eine Initiative gegründet, die heißt Hertie-Initiative und besteht aus Studierenden und Alumni der Hertie School of Governance hier in Berlin. Wir sind nur eine kleine Gruppe sozusagen, die das Ganze organisatorisch anleitet, aber wir haben eine sehr breite Unterstützung von über 150 Personen, aus der Hertie School, aber auch aus anderen Institutionen, die durch die Hertie Stiftung gefördert werden. Wir sind unabhängig von der Hertie Stiftung und auch von der Hertie School und setzen uns ein, einerseits für den offenen Umgang mit der Geschichte dieser Warenhäuser und der Geschichte der Familie Tietz und gleichzeitig mit Antisemitismus heute und wollen einen Beitrag leisten, sich diesem entgegenzustellen und eine offene Gesellschaft zu fördern. Dazu unter anderem diese Veranstaltung heute und um Ihnen nochmal ein besseres Bild zu geben, wer diese Initiative eigentlich ist, wer wir sind, haben wir ein ganz kurzes Video vorbereitet, was wir jetzt an der Stelle kurz abspielen würden.
So when learning about this, being 2 years already a master's student at the Hertha School of Governance studying public policy, I was very irritated learning about the Nazi history. And I asked myself, why have we never learned about this? Like nowhere on the web pages, there were no events, no information was never mentioned, and also nobody talked about it. And this felt so wrong, because it's really in the DNA of the Hertha School and also the Hertha Foundation to foster science and the truth, and also to care about an open society. And by not talking about their own Nazi past, it felt like in such a contradiction. Oskar Tietz founded a warehouse company that was later transformed into a warehouse chain, a very successful one. And he named it after his uncle, Hermann Tietz, which is the person who gave him the money, the starting capital, so to speak, and he was very grateful for it, and that's why he called this warehouse chain then Hermann Tietz. But in the 1930s, the owners of the company were driven out of business, partly due to the anti-Jewish boycotts, partly due to credit pressure by German banks, and by the Nazi ideology at large. So. After the Nazis took over, all Jewish employees were let off, and the warehouse chain was renamed from Hermann Tietz to Hertie, which is a short version of the first capital letters of the main name and the first name. And the idea was probably to still keep the name because it was a sign of quality and a very successful warehouse chain, but at the same time the Nazis didn't want to have the Jewish name of Hermann Tietz to continue as the main name of the warehouse chain. It's a very emotional subject. It can make you sad and angry and upset and frustrated. And those are all reasons for why we turn away from this subject. And we don't want to talk about it. We don't want to share about it. And I want the Hertie community to be able to realize that this is a part of our history and a part of the history of our school, and that it's something that we have to look at, analyze, understand, and understand what went wrong and how we can do something about that today. So I would encourage the Hertie community to continue to talk about this, to remember it, and to figure out how we can avoid similar things happening today and into the future. How the Nazis were pushing out the Tietz family from their company. To understand that, I think also helps to understand antisemitism as a whole, because antisemitism is around for thousands of years, and I fear it will also be with us for a very long time, but we need to do something about it. And understanding this more through also this personal approach of looking at your own history, I think can help very much to be more sensitive and aware regarding antisemitism, and also to fight it in the next step. Damit sind wir beim eigentlichen Thema unserer heutigen Veranstaltung, Antisemitismus in Deutschland. Und wir haben eine spannende Agenda zusammengestellt. Wir freuen uns darauf und haben einige Gäste, auf die wir uns sehr freuen und mit denen wir diskutieren werden. Zu Beginn werden wir erstmal zwei Eingangsstatements hören von Dalia Grinfeld und von Cem Özdemir, die ich gleich noch mal kurz ankündige. Und dann freuen wir uns auf eine Paneldiskussion mit Igor Levit und mit Lena Gorelik, die wir gleich dann in voller Länge sozusagen führen werden. Und wie gesagt, danach haben wir Zeit für Ihre Fragen. Deswegen nutzen Sie jetzt schon die Gelegenheit, wenn Sie mögen, die Fragen in den Chat zu stellen während der ganzen Veranstaltung. Damit kommen wir zu unseren Eingangsstatements. Eins davon werden wir live hier vor Ort haben und eins davon aus Termingründen als Video-Statement. Wir begrüßen hier live vor Ort Dalia Grinfeld. Sie ist stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League. Sie ist gleichzeitig auch 2 Jahre lang die erste gewählte Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands gewesen, die sie auch mitbegründet hat, und engagiert sich für Frauen-Empowerment, LGBTQI-Rechte, innovative Demokratie und ist zudem auch noch Mitglied im ExpertInnenkreis für Antisemitismus des Berliner Senats.
Bevor wir gleich zu Dalia übergehen, noch kurz die Ankündigung von Cem Özdemir. Cem Özdemir kann aus Termingründen heute hier nicht bei uns sein, wird aber ein Video-Statement gleich uns senden. Cem Özdemir ist Mitglied des Deutschen Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen. Er ist dort Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Sein Einsatz gegen Antisemitismus und für die Menschenrechte wurde ausgezeichnet, beispielsweise 2018 mit dem AJC Raymer Award. Er ist zudem Träger der Theodor-Heuss-Medaille und des Civis-Media-Preises für seinen Einsatz gegen ein vorurteilsfreies Zusammenleben zwischen Deutschen und MigrantInnen, sowie der Raoul-Wallenberg-Medaille und dem Ignaz-Bubis-Preis für Verständigung. Wir freuen uns auf beide diese Statements, in diesem Fall jetzt zuerst einmal live hier bei uns, Dalia Greenfeld, an die ich jetzt abgebe. Hass auf Juden, Hass auf Jüdinnen, Hass auf Muslime, Hass auf EinwanderInnen, Hass auf Schwarze, Hass auf Frauen, Hass auf Behinderte, Hass auf Menschen. Heute vor einem Jahr hat der antisemitische und rassistische Angriff auf Juden und Jüdinnen in der Synagoge und auf weitere am Kiezsünder in Halle uns allen den Atem verschlagen. Ich war zugleich vollkommen schockiert, gar fassungslos, aber auch nicht wirklich überrascht. Wusste ich doch, dass dieser Tag kommen wird. Wieder einmal. Auch nach der Shoah gibt es in Deutschland eine Kontinuität von Antisemitismus und Hass in den letzten Jahrzehnten. Und schmerzlicherweise ist dabei Halle ein weiteres Glied in der langen Kette antisemitischer Angriffe und auch Rhetorik. Brandanschläge auf ein jüdisches Altenheim in München 1970, auf die Lübecker Synagoge 1994, auf Synagogen in Düsseldorf und Erfurt 2000, auf die Mainzer Synagoge 2010. Ein Briefbombenanschlag auf den jüdischen Lieder Heinz Galinski 1975, Angriffe auf einen Rabbiner in Berlin 2012. Und erst letzte Woche auf einen jüdischen Studierenden in Hamburg vor einer Synagoge. Die Liste erstreckt sich über Jahrzehnte, Orte und Personen. Daten der EU-Agentur für Grundrechte bestätigen, dass Jüdinnen und Juden ständig bedroht sind. 41%, mehr als jeder Dritte und jede Dritte, der Jüdinnen und Juden in Deutschland wurden im Jahr vor der Veröffentlichung der Studie über Erfahrung und Wahrnehmung von Antisemitismus im Jahr 2008 in irgendeiner Form antisemitisch belästigt. Dies war leider wieder einmal ein Anstieg gegenüber einem von vier Belästigten im Jahr 2012. Die Meldeorganisation für Antisemitismus, RIAS, bestätigt diesen Anstieg von Antisemitismus. Allein in Berlin, wo wir heute hier sind, registrierte RIAS in der ersten Hälfte von diesem Jahr 2020 410 antisemitische Vorfälle und damit nahezu ein Allzeithoch. 410 ist mehr als 365 Tage im Jahr. Machen Sie die Rechnung. Politik und Polizei benennen diese antisemitischen und rassistischen Angriffe häufig als Einzeltäterangriffe, die von Einzelpersonen verübt werden, die keine organisierte Hassgruppe oder Bewegung repräsentieren. Aber es ist offensichtlich, dass diese einzelnen Angriffe Teil des Gesamtbildes von anhaltendem Antisemitismus und Hass sind, auch wenn sie nicht jeweils direkt miteinander verbunden sind. Heute gedenken wir in tiefer Trauer an Jana L. und Kevin S. Ihr Leben wurde von Hass brutal beendet. Meine Gedanken sind bei Ihnen, Ihren Familien, Freunden und Freundinnen. Heute, aber nicht nur heute, auch morgen und übermorgen im Andenken an Jana, Kevin und allen Betroffenen von Halle, Hanau, Hamburg, sagen wir aber auch ganz klar und deutlich, mir und uns Juden und Jüdinnen, marginalisierten Gruppen, uns Menschen, reicht es nicht, dass PolitikerInnen den Kopf senken, ein Foto mit Hashtag nie wieder machen, das twittern und Amen sagen. Lippenbekenntnisse reichen mir nicht aus. Sie reichen uns nicht aus. Wir brauchen Schutz für jüdische Einrichtungen, Bildung über jüdisches Leben in Deutschland, Gesetzesänderungen zu Hass im Internet, Freistellung von Klausurpflicht an hohen jüdischen Feiertagen, Rente für jüdische Spätaussiedler und vieles mehr. Das reine Reden reicht uns nicht. Wir brauchen Handlungen. Neben der Bekämpfung von Antisemitismus heute müssen wir auch weiterhin die Nazi-Geschichte Deutschlands weiter aufarbeiten, reflektieren und daraus unsere Lehren ziehen. Als ehemalige Präsidentin und Gründungsmitglied der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, der JSUD, und als in Deutschland lebende stolze Jüdin freue ich mich daher besonders, dass die Hertie-Initiative von Studierenden und Alumni der Hertie-School geformt und geleitet wird. Es bedeutet mir sehr viel, dass junge Menschen in Deutschland sich heute für einen transparenten und offenen Umgang mit der Geschichte der Hertie-Stiftung, für ein aktives Gedenken an die Opfer der Shoah und für die Bekämpfung des wachsenden Antisemitismus in der heutigen Zeit einsetzen. Denn das historische, antidemokratische
Und auch antisemitische Erbe der Hertie Foundation ist ein dunkles Kapitel der Geschichte. Eine Einrichtung, die sich heute für viel Gutes einsetzt. Doch braucht es viel Mut und Kraft, auch diese dunklen Kapitel aufzuschlagen. Sich für demokratische Werte und eine offene Gesellschaft einzusetzen, ohne die eigene Geschichte durch beispielsweise eine unabhängige wissenschaftliche Studie aufzuarbeiten, ist mir als Demokratin, aber besonders auch als Jüdin, ein Dorn im Auge. Es sollten nämlich die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland sein, die darüber die Entscheidungsmacht haben, inwiefern eine Nazi-Vergangenheit in Anführungsstrichen genug aufgearbeitet ist. Nicht allein die Vertreterin einer Stiftung. Antisemitismus gibt es heute weiterhin in vielen Formen, an vielen Orten und von vielen verschiedensten Menschen. Es liegt an jedem und jeder Einzelnen von uns, einen Beitrag dazu zu leisten für ein offenes, pluralistisches Zusammenleben und darauf unsere politischen Vertretungen aufzufordern, ihre Taten endlich auch in Worte zu machen. Im Andenken an alle Betroffenen von Halle. Amen. Heute vor einem Jahr fand der grausame Anschlag in Halle statt. Man stelle sich mal vor, die Holztüre vor der Synagoge hätte nicht gehalten. Wir würden über den schlimmsten antisemitischen Anschlag des Nachkriegsdeutschlands reden. Ich war in dem Prozessauftakt in Magdeburg dabei. Ich habe gesehen, der grausame Attentäter mit seiner Menschenverachtung, mit seinem Antisemitismus, mit seinem kruden Rassismus. Und ich habe mich gefragt, wie viele andere sitzen irgendwo vor ihren Laptops, radikalisieren sich, vernetzen sich mit anderen Rechtsradikalen und glauben, dass sie einen imaginären Volkswillen umsetzen, indem sie Jagd machen auf Juden, Jagd machen auf Andersaussehende, Andersdenkende, was auch immer. Es ist nicht die Aufgabe der Jüdinnen und Juden primär, gegen Antisemitismus vorzugehen, sondern es ist unsere aller Aufgabe, insbesondere auch der Nichtjuden. Und mir ist es eigentlich ziemlich egal, woher der Antisemitismus kommt. Wir haben Antisemitismus ja sogar in Sicherheitsbehörden, in Chatgruppen. Es gibt den traditionellen Antisemitismus, den wir leider immer hatten, der nach 45 Jahren nicht einfach ausgestorben ist, der besonders tödlicher gerade wieder ist. Und es gibt neue Formen von Antisemitismus. Es gibt Antisemitismus mit islamistischem Hintergrund, türkisch-nationalistischen, Stichwort graue Wölfe. Es gibt viele Formen von Antisemitismus. Aber eins muss klar sein, es muss eine Nulltoleranzpolitik geben gegen all diese Formen. Ich will es mal konkret machen. Ich möchte, dass künftig nicht mehr jüdischstämmige Kinder Schulen verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten an der Schule. Sondern ich will, dass diejenigen, die jüdische Kinder diskriminieren, ausgrenzen, auf dem Schulhof bedrohen, dass die sich zur Rechenschaft ziehen müssen, dass die gefragt werden, was los ist, ihre Eltern an die Schule zitiert werden. Und im Zweifelsfall müssen sie die Schule verlassen. Das muss ganz klar sein, wer Bürger dieses Landes werden möchte, muss sich dazu bekennen, dass das Existenzrecht Israels genauso wenig verhandelbar ist, wie es einen Rabatt geben kann, beispielsweise beim Thema Antisemitismus. Also, wir sind in einer großartigen Demokratie, aber diese großartige Demokratie wird gerade massiv in Frage gestellt, massiv bedroht von außen durch autoritäre Herrscher, von innen durch welche, die Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit immer stärker und immer offener und immer selbstbewusster im Netz, online, offline zum Ausdruck bringen. Es ist Zeit, ein klares Stoppsignal zu setzen. Mein Name ist Alexander Busold und ich bin Teil der Hertiz-Initiative, die diese Veranstaltung heute veranstaltet. One information again for the English-speaking guests that might have joined later. You will find information how the live translation to English works either on our homepage or also in the chat of this webinar or also in the reminders you probably got when you registered for this event. Ich habe die große Freude, heute Igor Levit und Lena Goredig hier zu begrüßen und vorstellen zu dürfen. Lena, du bist erfolgreiche Autorin und Journalistin. Durch Texte, aber auch viele öffentliche Auftritte wie diese hier, setzt du dich immer wieder unablässig für eine offene Gesellschaft ein. Dabei fand ich, ist mir besonders aufgefallen, wie es auch immer wieder du es klar machst, dass dir ein persönliches Anliegen ist, eine widerständige, eine widerstandsfähige Demokratie dich einzusetzen.
und du, achso, und dieser, in der auch alle Menschen gleichermaßen sicher leben können. Dann, du machst dabei auch sehr klar, dass das vor allem auch Aufgabe der Mehrheit ist und nicht, nicht nur der Minderheiten, sondern auch vor allem der Mehrheiten, die keiner Minderheit angehören, dafür zu sorgen, dass das wirklich so ist, dass alle Menschen in diesem Land gleich sicher leben können. Du gibst in deinen Texten Einblicke, wie es ist, ein Mensch mit vielen Identitäten zu sein. Und mich besonders hat dabei auch beeindruckt, wie sehr du dabei auch ins Risiko gehst, weil du sehr viele Dinge frei von dir über dich preisgibst. Das machen nicht viele und du tust das trotzdem und immer wieder. In einem deiner Artikel hast du auch geschrieben, dass du dadurch hoffst, Dinge persönlich auch preiszugeben, dadurch Empathie zu erzeugen. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, dass dir das sehr gelingt. Deine Bücher sind preisgekrönt, wurden unter anderem auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Insofern, das nur ein kleiner Ausschnitt von einer vielfältigen Persönlichkeit mit vielen Dingen, die du machst. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich, hier zu sein. Igor, was dich mit Lena aus meiner Sicht eint, ist, dass du eine besondere Gabe hast, Menschen zu erreichen. Und das tust du sowohl als politischer Aktivist und als Musiker. Als Aktivist setzt du dich lautstark und ich finde auch wahnsinnig stimmgewaltig ein für eine offene Gesellschaft und besonders auch gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus. Und als Musiker erreichst du Menschen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Als ich einem Freund erzählte von dieser Veranstaltung und dass du kommen würdest, hat er gesagt, oh, da muss ich dir sofort was zu sagen, Alex. Ich konnte bisher mit Beethoven-Sonaten wirklich überhaupt nichts anfangen, nur ein ganzes Leben noch nicht. Und dann habe ich eine Aufnahme von Igor Levit gehört. Und da hast du in dieser Aufnahme sehr persönlich eingeführt und bei den Stücken gesagt, was dir diese Stücke bedeuten. Und dieser Freund mir hat dann gesagt, dass dadurch ihren Zugang zu den Beethoven-Sonaten gefunden hätte. Insofern auch das eine Gabe, Menschen zu erreichen. Viele Menschen berichten auch, dass du während der Corona-Pandemie, gerade in Hochzeiten im April und Mai diesen Jahres, geschafft hast, die Isolation, die durch den Lockdown viele Menschen erlebt haben, zu durchbrechen. Und dass es Momente gab, auch meine Familie haben mir das einige erzählt, Momente gab, wo diese Sorgen, Existenzängste mal für einen Moment vergessen waren, weil du wieder über Twitter ein Hauskonzert geteilt hast und für einen Moment diese ganzen Sorgen und diese komischen, auch psychischen Belastungen für einen Moment mal keine Rolle gespielt haben. Für dieses Engagement hast du auch vor kurzem das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Igor und Lena, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Als kleine Ankündigung, dass sich niemand wundert, ihr beide müsst heute schon 10 Minuten früher als ursprünglich geplant los, nämlich um 17.20 Uhr. Wir werden trotzdem bis 17.30 Uhr das Webinar machen, weil da ja die Weise bereit erklärt hat, auch noch Fragen zu beantworten, weil ich mir sicher bin, dass auch Fragen zu ihrem Eingangsstatement geben wird. Insofern werden wir nicht nur am Ende Gelegenheit haben, dass ihr beide Fragen von allen Teilnehmenden, die ihr zu Hause unterwegs bei der Arbeit sitzt, sondern auch nochmal Fragen von Daya beantwortet werden können. Nochmals Erinnerung, schreibt diese Fragen gerne jetzt schon in die Q&A-Funktion des Webinars. Die werde ich dann über dieses Tablet später sehen können und an euch beide weiterleiten können. Heute ist der Jahrestag des Attentats auf eine Synagoge in Halle. Es war dort das direkt erklärte, selbst erklärte Ziel dieses rechtsextremistischen Attentäters, Juden und Jüdinnen in Deutschland zu ermorden. Wir haben heute, ich weiß, dass ganz viele teilnehmen, auch aus den USA. Deswegen haben wir auch diese Live-Translation auf Englisch, dass wirklich auch außerhalb Deutschlands viele Menschen die Gelegenheit haben, teilzunehmen. Und ich weiß, dass auch viele Menschen davon mit der Situation in Deutschland nicht vertraut sind, wie hier aktuell die Situation ist. Ich möchte deswegen als Eingangsfrage an euch beide euch fragen und auch die Gelegenheit zu geben, auf das, was Daya gesagt hat, zu reagieren, wenn ihr mögt, aber auch die Eingangsfrage stellen, wie würdet ihr die Situation am heutigen Tag, ein Jahr nach Halle und auch insgesamt in Deutschland im Jahr 2020, wie würdet ihr diese Situation beschreiben? Genau, und gerne auch eine Reaktion zu dem, was Daya gesagt hat, wenn ihr möchtet. Und sonst schildert gerne, was euch an diesem heutigen Tag, ein Jahr nach Halle, Deutschland 2020, durch den Kopf geht und wir uns in einer Situation befinden. Mir fallen zwei Dinge ein. Erstens der Moment, in dem ich letztes Jahr von dem Anschlag erfuhr. Und zwar hatte ich, also mein Handy war aus, weil ich in einer Besprechung war und dann machte ich es wieder an und da war eine Nachricht von einer Freundin, irgendwie antisemitischer Anschlag in Halle. Und mir war, also der Moment, wo ich kapierte, dass es tatsächlich ein Anschlag
gab, der war so fern, dass ich erst dachte, also ich habe das sofort irgendwie an die USA gedacht und dachte, sie meint, eine Sporthalle ist sehr weit weg. Also bis ich geschnallt habe, dass sie mit Halle auch die Stadt meint, dauerte es echt ein paar Minuten, weil diese Vorstellung eines tatsächlich gewaltsamen Eindringens in eine Synagoge mit dem Wunsch, Menschen zu töten, mir erstmal tatsächlich, also von den Parolen und von all den antisemitischen Straftaten, die es ja nun zuhauf gibt, wurde ja schon vorgerechnet, tatsächlich zu einer gewaltsamen Tat zu schreiten, ist ja nochmal ein Schritt. Und das war mir, also ich habe wirklich ein paar Minuten gebraucht. Und ich habe vorhin die Tagesschau geguckt und da gab es einen Beitrag über diese Gedenkveranstaltung heute in Halle, in der dann der Satz fiel irgendwie, in einem Jahr ist viel passiert, und dann dachte ich, ach interessant, und dann endete der Satz mit irgendwie, es wurde viel über Antisemitismus diskutiert. Und dann dachte ich, okay, wenn das ist, was Sie mit viel passiert meinen, dann ist passiert vielleicht ein Verb, das ich nicht gewählt hätte. Dass die Diskussionen wenig dazu beitragen werden, dass auch wirklich antisemitische Anschläge wie dieser in Zukunft nicht mehr stattfinden. Ja, und weil diskutiert über Antisemitismus wurde meinem Gefühl nach schon immer in diesem Land relativ viel. Also über Antisemitismus geredet wird sehr viel und von sehr vielen Seiten. Und zwischen diskutieren und tun ist ja immer ebenfalls ein großer Schritt. Ich glaube, zu dem Anstieg des Antisemitismus muss ich nicht mehr viel sagen. Da wurden ja schon Zahlen genannt. Ich glaube, das habe ich seit 2018 hat sich die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland verdoppelt. Also ich weiß nicht mehr, muss man wahrscheinlich gar nicht dazu sagen. Ja, vielen Dank. Und das geht ja immer einher, vielleicht das noch dazu. Antisemitismus ist ja nichts, was alleine und in einem Vakuumraum geschieht. Es geht mit Rassismus einher und Antifeminismus. Und es hat man ja auch an Halle schön gesehen. Da war ja Hass auf alles, was in irgendeiner Form eine andere Lebensform war. Igor, auch die Frage an dich. Wie würdest du die Situation in Deutschland 2020 im heutigen Tag jemandem schildern, der mit der deutschen Kontext nicht vertraut ist? Also im direkten Kontext des Halle-Anschlages bin ich bei Lena. Ich erlaube mir mal kurz vom Halle-Anschlag wegzutreten. Die Situation in Deutschland ist eine, die, ich meine, ich bin 33 Jahre alt, ja, meine sagen wir mal, politische Beobachtungsperspektive ist nicht besonders lang. Ja, wenn ich sage, ich habe mit so um 2006, 2007, 2008 angefangen, mich zu politisieren, klingt das einerseits wirklich nicht weit weg, andererseits war ich Anfang 20 zu der Zeit. Die Situation in Deutschland ist eine, die mich halt original überhaupt nicht überrascht. Ja, seit Jahren nicht mehr. Es ist mein Zuhause und ich bin diesem Land sehr verbunden. Meine Familie ist hier, Teil meiner Freunde sind hier. Ich lebe gerne hier. Ich finde es auf eine Art beklemmend und eng. Und auch ermüdend, weil diese Sprachverschiebung, ich meine, definiert wird unser Alltag nach Taten und nach Sprache. Ja, und das fängt mit Sprache an. Sprachverschiebung nach rechts findet statt spätestens, also jetzt in meiner Perspektive, seit dem Ausbruch der Finanzkrise, seitdem nicht nur der deutsche Boulevard. Ich meine, über den will ich überhaupt nicht, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich meine, was durften wir alle lesen? Merkel rettet Griechenland, der faule Süden gegen den guten Norden. Es wurde gespalten und verschoben. Ja, so zu tun, als gäbe es quasi so, ja, wie so, pardon my French, ja, so bastardmäßige Anschläge, die irgendwie mit gar nichts zu tun hätten, ist einfach gaga, ist einfach grotesk. Es wurde eine Saat gelegt über Jahre, die Früchte trägt. Ja, ich meine, ich mache mir vielleicht keine Freunde, wenn ich das sage, aber wir werden mit keiner politischen Maßnahme Antisemiten, Rassisten, Terroristen, wie auch immer man sie nennt, daran hindern, sozusagen zu sein, wer sie sind. Man kann sie nicht im Vorhinein einfach irgendwie ausradieren, dafür haben wir unseren Rechtsstaat. Es geht nicht. Die haben ihren Gedanken, die leben die zu Hause aus. Ich möchte und ich muss damit leben.
Ich muss damit leben. Ich war, als dieser Anschlag in Halle passiert ist, wütend. Ja. Natürlich entsetzt. Selbstverständlich erschrocken. Schockiert im Sinne von überrascht. Oh Gott, das passiert jetzt hier? Sorry, nein. Ja, es werden jüdische Friedhöfe angegriffen, es werden muslimische Friedhöfe angegriffen, es werden Molotow-Cocktails auf Flüchtlingsheime geworfen, etc., etc., ja. Es werden wissenschaftliche Aufarbeitung von Rechtsextremismus verhindert und jetzt wundern wir uns eigentlich, wo wir sind. Ich weigere mich da zu sagen, irgendwie, das wächst irgendwo raus. Und insofern, es ist beklemmend. Ich finde es beklemmend. Du hast gerade auch den Zusammenhang klargemacht, wie aus Hasssprache dann auch sehr schnell Hassgewalt wird. Nicht nur aus Hasssprache, wie aus nicht so Pseudo wie so einer pseudoschnittigen, coolen politischen Sprache dann plötzlich Spaltung wird, plötzlich Hass wird so und dann natürlich Taten entstehen, selbstverständlich. Es geht gar nicht um Hasssprache. Ich glaube, es geht um eine Sprache, die bestimmte Grenzen überschreitet. Genau. Und es geht um eine Sprache, die meint, etwas zu dürfen. Ne? Immer aus diesem, wieso, ich darf das doch sagen, warum muss ich political correct sein, als wäre das jetzt das Schlimmste überhaupt, dass man irgendwie sich an bestimmte Regeln hält, in der Sprache andere Menschen nicht zu diskriminieren. Ja, wird ja einem vorgeworfen. Ich meine, wir sind an einem, entschuldigen, wenn ich mir jetzt nochmal weniger Freunde mache, seit einigen Tagen tourt ein bekannter deutscher Politiker mit einem sehr hohen Amt, sehr hohen parlamentarischen Amt durch die Gegend, behauptet, man dürfe in diesem Land nichts mehr sagen. Darf ich bitte daran erinnern, dass Anfang der 2000er dieser Herr antisemitische Flugblätter eines gewissen Jürgen Möllemann verteidigt hat? Also, es ist lächerlich. Und das wiederum finde ich wirklich immer wieder aufs Neue erschreckend. Die aktuelle Situation wird auch gezeigt hier eine Zahl, die mich persönlich sehr erschreckt hat. Und zwar hat die European Agency for Fundamental Rights, die ich glaube da ja auch schon zitiert hat, auch eine Studie hat ergeben, dass 40% der europäischen Juden und Jüdinnen konkret Sorge und Angst haben, innerhalb der nächsten 12 Monate physisch attackiert zu werden. Also es zeigt auch nochmal die andere Seite, wie die Situation in Deutschland aktuell ist. Was für mich besonders bizarr und auch widersprüchlich dabei ist, ist, dass auf der einen Seite es erklärtes Prinzip der deutschen Politik ist, nie wieder Auschwitz. Gleichzeitig wird die Shoah im Schulunterricht viel thematisiert und auch die Zeitungen sind voll von Appellen für eine offene Gesellschaft und auch eine vielfältige Gesellschaft. Und gleichzeitig passiert das, was ihr geschildert habt und wir auch in den Zahlen sehen. Wir haben den Anschlag auf die Synagoge, wir haben am Sonntag den Anschlag vor in der Synagoge in Hamburg gehabt. Und wer glaubt, dass es Einzelfälle sind, dem muss die Statistik ansehen, die du auch gesagt hast, diese antisemitischen Gewalttaten verdoppelt haben. Als weitere Zahl, auch die rechtsextremistischen Anschläge im Allgemeinen haben sich um 10% erhöht in 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Frage nochmal an euch, wie passt das zusammen? Dass auf der einen Seite das erklärte Prinzip ist, dass das nicht passieren soll und gleichzeitig passieren schon zumindest Anfänge einer ähnlichen Entwicklung und die Gewalt ist schon längst da in einer massiven Art und Weise. Wie passt das zusammen? Ich glaube, ich würde gerne dass sozusagen es da beginnt, wo für mich etwas nicht stimmt, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass alle für eine offene Gesellschaft plädieren. Ich empfinde das überhaupt nicht so, weder in der medialen noch in der politischen Öffentlichkeit. Also dieses alle Zeitungen schreiben über eine offene Gesellschaft, das trifft schon sehr, sehr lange nicht mehr zu. Ich erinnere mich, und das ist schon bestimmt 10 oder 12 Jahre her, als es diese Diskussion um die Beschneidung von jüdischen und muslimischen Jungen ging und die FAZ ein großes Titelbild hatte, auf dem dreckiges Taschenmesser abgebildet war, so groß, von dem Bluttropfen fielen. Ja, das ist eine derart feindliche Darstellung, antisemitische, muslimfeindliche. Das ist kein Appell an eine offene Gesellschaft und es gilt für die Politik genauso. Und zwar, und da muss man gar nicht bei der AfD anfangen zu suchen, da muss man gar nicht so weit nach rechts gehen, da kann man schön in der Mitte anfangen, da kann man auch, es gibt einige
einige Zitate von SPD- und CDU-PolitikerInnen, die würde man sofort der AfD zuordnen. Mhm. Es gab am NS-Dokumentationszentrum in München eine gute Ausstellung zu dem Thema, wo man Zitate sah. Und dann musste man so Knöpfe drücken, ne? Welcher Partei man das zuordnet. Und alle haben immer AfD gedrückt. Und es war aber fast nie die AfD. Ich darf auf zwei Punkte hinweisen. Und ich bleibe wieder bei der Sprache. Es gibt diesen Satz, der ist sehr beliebt. Ich höre den überall. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Rassismus hat in Deutschland keinen Platz. Ja, also nona, würde ich mal sagen. Also Antisemitismus hat in Deutschland Platz und Rassismus auch. Er hatte ihn immer, er wird ihn auch immer haben. Er wird auch in allen anderen Ländern da sein. Ich möchte ich möchte da ernst genommen werden. Ja? Sprich ernsthaft. Er hat in Deutschland Platz. Wann immer ich den Satz höre, etwas hat in Deutschland keinen Platz, kriege ich mittlerweile ehrlich gesagt das kleine Lachen. Ja? Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Und dann kommen alle und dann springen sie mich an und sagen, ja, wir meinen aber, er darf keinen Platz haben. Nee, auch da, er darf. Wir sind in einer freien, demokratischen Gesellschaft. Wir müssen mit bestimmten Dingen auch Gedanken leben. Ja, wir können sie nicht so Minority Report mäßig irgendwie 20 Tage bevor etwas passiert ist, einfach mal Leute einsperren. Das funktioniert nicht. Gott sei Dank. Aber etwas, diese Gedanken und diese Gedankenwelt hat in Deutschland Platz. Allein so eine Aussage würde mir schon echt gut tun in der gesellschaftlichen und politischen Sprache. Das andere ist, und das ist ein sehr großes Thema, was mich beschäftigt, mich wäre sehr neugierig, was du, Lena, auch dazu sagst. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, was ich nicht besonders schön finde, aber es gibt es, das heißt, wehret den Anfängen. Ja, dann sagt also die Mehrheitsgesellschaft, sagt also, egal wie klein ein Angriff ist, egal wie klein nur ein Wörtchen ist, sofort alle drauf, weil wehret den Anfängen, ja, nicht, dass das größer wird. Okay, ich frage mich manchmal, ob das eigentlich für die Opferseite auch gilt. Weil wenn ich angegriffen werde, live oder in den sozialen Medien, wenn irgendein Musikerkollege schreibt, ich wäre für andere Musiker vom Kreuze gehangen und ich sitze da und mir jucken die Finger, darauf zu reagieren, kommen ganz, ganz viele um mich herum und sagen, gib dem keine Plattform, adel das nicht, mach das nicht, tu das nicht, das ist es nicht wert. Da muss ich mich fragen, aha, muss ich also als das Opfer in dieser Situation mich damit begnügen, dass es scheinbar doch auch zu kleine Wunden gibt? So, Spoiler Alert für alle, es gibt keine zu kleinen Wunden. Wunden sind Wunden und die verheilen nicht. Und darüber, wie quasi die angegriffene Minderheit mit Angriffen umgeht, wird mir auch ein bisschen zu wenig gesprochen. Da wird sehr, sehr gerne so weggeschoben und nivelliert. Das heißt, du meinst, wehret den Anfängen darf nicht bedeuten, dass dann auch noch die Reaktion der angegriffenen Minderheit in irgendeiner Weise negativ bewertet wird. Erstens finde ich, wehret den Anfängen einen bescheuerten Satz, aber wenn wir also du hast ihn gemacht. Ich habe ein Problem damit, aber die Idee, dass es kein zu kleines Problem gibt, muss sowohl für die Mehrheitsgesellschaft gelten, als auch für die Angegriffenen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Ich finde, es geht ja auch ganz viel um Deutungshoheit, ne? Wer bestimmt, was klein ist. Also auch immer dieses irgendwie, ja, Minderheiten sind zu sensibel. Mein Gott, das war doch nicht so gemeint, ja. Ja, das muss man mit Humor, nimm's doch mal mit Humor, ja. Oder das ist aus dem Kontext gerissen. Ich habe ganz viele Beispiele, die Liste wäre endlos. Das haben einfach, also es hat niemand anderes zu bestimmen. Das ist so wie wenn ich sage, mir tut der Fuß weh, dann habt ihr beide mir nicht zu erzählen, ob der Fuß jetzt ein bisschen oder sehr weh tut. Und das ist, und diese das passiert ja ziemlich häufig, dieses so, dass Minderheiten zu sensibel wären, zu empfindlich, dann werden einem gleich diese so ein bisschen hysterisch, ne, diese Eigenschaften auch zugeschrieben, die auch gern den Frauen zugeschrieben werden, ne. Es ist immer irgendwie, du hast ein Problem, weil dir jemand etwas zugefügt hat, ja. Was stellst du dich, wenn du das nicht erwähnen würdest, wäre doch alles gut, ja. Und da geht's ganz viel um Machtstrukturen. Wer bestimmt denn das? Wer hat denn da das Sagen? Das hat insofern auch sehr persönlich mit euch zu tun, weil ihr beide durch euer Engagement auch unzählige Drohungen bekommt, wie ihr auch öffentlich teilt, unter anderem auch viele Morddrohungen.
Es zum Beispiel finden viele deiner Konzerte unter zusätzlichem Sicherheitsschutz statt. Und auch du, Lena, hast in einem Zeitartikel gerade beschrieben, wie du als Konsequenz gezogen hast, den Namen von deinem Klingelschild zu entfernen, weil eine bekannte Journalistin, die über ähnliche Dinge schreibt, auch zu Hause in ihrem Zuhause zusammengeschlagen wurde. Ihr geht also selber durch Engagement auch ein großes Risiko ein. Und erlebt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch noch Kritik dafür, wenn ihr das nicht einfach hinnehmt. Wie geht ihr damit um, so viele Drohungen zu bekommen? Also was macht das mit euch und wie geht ihr damit um? Nimm es nicht persönlich. Das ist eine Ablenkungsdiskussion. Mhm. Wie ich damit umgehe, was mir geschieht, ist eine Ablenkungsdiskussion. Damit gehe ich schon um. Okay. Ja, mhm. Es passiert sehr, sehr häufig, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, das ist mir aber ein bisschen egal, ich lebe in diesem, dass man versucht, über ein Thema zu reden und zurückkommt, wie gehst du mit deinen Ängsten um? Ja, das ist, da steige ich nicht drauf ein. Da steige ich nicht drauf ein. Eines sage ich nur. Ein Brief, eine E-Mail oder was auch immer von einem anonymen Arschloch, der mir schreibt, er wird mich in Stadt X bei meinem Konzert auf der Bühne antreffen vor Publikum, ist nicht schlimmer und tut nicht mehr weh und ist nicht verletzender als ein halbstarker Kollege, der schreibt, ich würde aus Großzügigkeit vom Kreuze hängen für andere. Das möchte ich gerne einmal hier sagen. Und wie ich mit was umgehe, ist wirklich, ich habe es einmal öffentlich gemacht, ich habe einmal drüber geschrieben und das reicht. Um dann bei deinen Worten zu bleiben, nicht vom eigentlichen Thema abzulenken, was für eine Reaktion müsste denn eigentlich dann von dem Umfeld, von der Gesellschaft, von den Menschen, die dann ja darauf reagieren müssten, dass einzelne solchen Dinge ausgesetzt sind, wie müsste das aussehen und wie sieht das aktuell aus? Zuallererst Empathie und nicht Ausflüchte in Phrasen. Das wäre jetzt das ist etwas, was ich mir wünsche. Ja, wenn ich sage, X ist passiert und ich bekomme als Antwort, ja, aber das darf hier nicht passieren, dann muss ich sagen, ihr seht mich nicht, ich fühle mich nicht gesehen. Da kann ich auch in leeren Raum reden. Es ist nämlich passiert. Also ehrlich gesagt, die erste Reaktion, die ich mir sehr häufig wünschen würde, wäre einfach das Wort ja. Einfach mal ja und dann einfach schweigen und ausatmen. Dann sehen, noch einmal, der Preis einer offenen Gesellschaft, der Preis einer demokratischen offenen Gesellschaft ist, wir sind nicht Minority Report. Dinge werden passieren. Sorry to say. Wie wir miteinander sprechen, wie wir aufeinander Acht geben, wie wir einander ernst nehmen, wie wir einander schützen, verbal, emotional, mental. Das ist eine andere Frage. Ausmerzen irgendwie 20 Tage bevor was passiert, das wird hier nicht geschehen. Ja. Willst du auch darauf reagieren? Na, ich glaube, ganz wichtig ist etwas, was Igor vorhin eigentlich in einem Nebensatz gesagt hat, nämlich wir leben in diesem Land, nicht in einem anderen. Und was gerne gut und gerne passiert in diesem Land, ist nämlich, dass wir mit dem Finger auf die anderen Länder zeigen und sagen, bei denen ist ganz schlimm. Noch viel schlimmer. Und wir gehen demonstrieren, dass es bei denen nicht so schlimm ist. Also wir gehen Black Lives Matter, wir rennen alle sofort auf die Straße, weil die Amerikaner sind so schlimm. Aber bei uns gibt es weder Kolonialgeschichte noch Rassismus. Aber die sind ganz böse und wir sind auf der guten Seite. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass man einfach nicht sagt, hey, wir haben hier ein Problem oder sogar mehrere Probleme oder viele Probleme und wir sind Teil des Problems. Also einfach bei sich anzufangen und nicht nach wohin auch immer zu schauen, ist, glaube ich, der Moment, wo man muss man muss das erstmal anerkennen, ja, bevor man es lösen kann, bevor man in Therapie gehen kann, muss man erstmal sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Eine meiner engsten Freundinnen ruft mich heute in Tränen an und sagt, ich war gerade essen auf dem Markt und dann hat mich jemand rassistisch angegriffen und keiner hat was gesagt. Und wir haben lange darüber gesprochen und sie fragte sich, ob sie das öffentlich machen solle. Und sie denkt darüber nach, dann denkt sie darüber nach, warum hat er das gemacht, dann denkt sie darüber nach, was könnte ein Tweet bedeuten, dann denkt sie, und was da passiert ist,
Sie ist die Angegriffene gewesen. Der Typ hat ihr ihren Tag versaut, ihren Raum genommen, ihren Raum in Frage gestellt. Und jetzt kommt's aber. Er nimmt ihr auch weiterhin den Raum weg. Indirekt. Obwohl sie da längst nicht mehr ist. Und jetzt fragt sie sich, sie müsste ja fair sein. Ist sie fair? Macht sie das okay, wenn sie das öffentlich macht? Das ist eine komplette Verschiebung von Perspektiven. Wo ich mir denke, wie weit sind wir eigentlich, dass Angegriffene darüber nachdenken müssen, ob sie sich wehren dürfen? Ja, ist grotesk. Und dieses, die Bestärkung, genau, die Anerkennung und die Bestärkung darin, die Bestärkung deiner Empfindungen und deiner Erlebnisse und deiner Gedanken, deiner Person. Denn nichts anderes sind, zumindest ist das für mich mein Gedanke, nichts anderes sind Erlebnisse, rassistische, antisemitische, wie auch immer Erlebnisse ist. Jemand setzt einen kleinen Radiergummi an und macht dich einfach weg. Du darfst nämlich nicht sein. Meine Erfahrung, das erste Mal, dass jemand das bei mir gemacht hat, das erste Mal, dass mich, und jetzt sage ich, diese zwei Worte, die mir schwer fallen, weil ich dem Land sehr verbunden bin. Das erste Mal, dass die Deutschen mich daran erinnert haben, wer ich bin, da war ich 24 und mir wurde gesagt, dass ich zwar hier lebe, aber hier zu leben nicht mehr vorgesehen war. Und das, dieses kleine Ding, komm, ich radiere dich mal weg von der Tafel. Ja? Ich bitte da um Anerkennung des Problems und nicht gleich um Abbiegung. So, die beide sehr, genau, für mich sehr klar gemacht, dass sie erstmal sagt, wir brauchen eine Anerkennung des Problems, was in Deutschland existiert und dass das überhaupt der erste Schritt ist, der nötig ist, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Darf ich das kurz ergänzen? Ja. Und dann müssen wir feststellen, dass es unser Problem ist, also unser aller Problem und nicht das Problem hier, jetzt haben wir eine Jüdin und einen Juden hier und die haben ein Problem und dann gibt es ein paar Muslime, die haben auch noch ein Problem und die Schwarzen haben auch noch ein Problem und vielleicht noch LGBTQ. Ja, wir haben alle ein Problem. Das ist unser aller Problem. Das ist nicht mein Problem und nicht Igors Problem, das ist dein Problem. Ja. Es ist nach meiner Beobachtung nicht nur so, dass viele in Deutschland glauben, es gibt kein Problem mit Antisemitismus, so nach dem Motto, der Nationalsozialismus ist vorbei, es gibt keinen Antisemitismus, wir haben diese Geschichte aufgearbeitet und jetzt ist alles gut. Es wird sogar, finde ich, häufig so gesprochen, als ob wir Deutschen Aufarbeitungsweltmeister seien, als ob wir damit fertig wären, diese Nazi-Geschichte aufgearbeitet zu haben. Und ich denke da häufig so, wie darüber gesprochen wird, als wäre diese Aufarbeitung wie ein Kochrezept, als würde man Schritt für Schritt dieses Rezept abarbeiten, ist man irgendwann fertig, kann das abhaken und dann hat man das eben aufgearbeitet. Mittlerweile ist es sogar so, dass auch mehr als jeder vierte Deutsche der Aussage zustimmt, es sei Zeit für einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit, wie eine Studie der Memo 3 der Stiftung EVZ ergeben hat. Und ich kann dem nur hinzufügen, bei vielen Organisationen ist es ähnlich. Ich meine, wir wissen, wie viele Unternehmen und Organisationen sich schwer tun, oft mit ihrer Nazi-Geschichte umzugehen. Die Hartig-Stiftung ist da nicht alleine. Meine Frage, warum ich das erzähle, und die will ich gerne dir stellen, Lena, ist, ob dieses Selbstverständnis, dass so viele glauben, wir seien Aufarbeitungsweltmeister, sogar vielleicht im Wege steht, Antisemitismus als Problem aktuell heute zu erkennen und im nächsten Schritt auch zu bekämpfen? Ja, also auf eine sehr alltäglichen Ebene ist das wahrscheinlich der Fall. Also ich kenne noch aus meiner eigenen Schulzeit dieses, oh nein, nicht schon wieder der Holocaust und nein, nicht schon wieder Andorra oder also so dieses, man hat das Gefühl, man hat über alles gesprochen, man hat aber nicht aufgearbeitet. Das ist ja ein ganz großer Unterschied, ja. Also wir können bei der Unternehmensgeschichte anfangen und die großen Namen wie Opel und Commerzbank und Ford und wie die alle heißen in den Raum werfen. Und wir können aber auch damit weitermachen, dass, ich glaube, Ralph Giordano hat das geprägt, dass er gesagt hat, irgendwie die Umfragen schon bereits, weiß ich nicht, 5 Jahre nach dem Krieg waren sozusagen, dass die meisten der Deutschen gesagt haben, das war so schlimm, was die Deutschen gemacht haben, als wären sie nicht Teil davon. Ne? Es waren irgendwie, hier sind wir und da sind die bösen deutschen Nazis, aber es gibt keine Schnittmenge, ne? Und wir müssen auch gar nicht über diese ganzen Gerichtsurteile von NS-Richtern ausgesprochen sprechen etc.
ich glaube, dass sozusagen die Wahrnehmung dessen, was über den Holocaust gesprochen wird oder über die Aufarbeitung und was tatsächlich passiert ist, einfach sehr auseinander divergieren und dass das dazu führt, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht mehr hören oder also zumindest ist eine Weile der Fall war. Und ich glaube, dass ein Problem der Nichtaufarbeitung ist, ist, dass der Antisemitismus nie weggegangen ist. Also es ist so ein bisschen, ich finde auch die Diskussion jetzt, gut, es gibt diese, einerseits gibt es diese totale Verschiebung von, das ist ja gar nicht unser Antisemitismus, das ist der von den Muslimen, den bringen die Geflüchteten mit. Aber davon abgesehen gibt es ja auch dieses, es ist ein neuer Antisemitismus, ja, als sei der irgendwie vorgestern geboren worden. Woher denn? Also was, wo kommt denn der her, wenn, was heißt denn neu, ja? Und er war immer da und dadurch, dass wir aber so getan haben, als wären wir die ganze Zeit am Aufarbeiten, weil wir große Grenze an irgendwelche, an irgendwelche Gedenkstätten gelegt haben, und zwar auch nur an wenige, die bereit waren, also das, weiß ich nicht, Weimar ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, was immer nur als klassisches Weimar gilt und das Buchenwald quasi in Laufnähe ist, wird nicht erwähnt. Ja. Dass diese sozusagen dieses öffentliche Gedenken einfach versperrt hat oder wie so eine Decke gelegt wurde über einen tatsächlich vorhanden, und da gebe ich Igor total recht, Antisemitismus, der einfach da war, der ist nicht aufgetaucht. Genau, zudem, du hast es genannt, es fällt auseinander, das, was wirklich passiert ist und das, was dann auch verstanden wird von den Menschen, die in Deutschland leben. Die schockierende Zahl gefunden aus einer Studie von 2018, die Memo-Studie der Stiftung EVZ, dass 54% der Deutschen denken, dass ihre Vorfahren unter den Opfern des Zweiten Weltkrieges waren. Für mich auch, also das zeigt ja, dass zumindest in der Gefühlswelt aus dem Land der Täter insofern ein Land der Opfer geworden ist. Ja, und das ist ja auch etwas, was finde ich in den letzten Jahren, also diese Umkehr des Begriffes Opfer, finde ich auch in der medialen Öffentlichkeit. Ich war zum Beispiel ganz erstaunt, ich habe die Logo Kindernachrichten geguckt und da war Ende des Zweiten Weltkriegs und dann wurde interviewt eine Frau, also eine deutsche Frau, die irgendwie erzählt hat, wie als Kind irgendwie, ich weiß gar nicht aus welcher Stadt die kam, aber wie die bösen Alliierten kamen, um dann ihre Stadt zu zerbomben. Also, und dann saßen meine Kinder vorm Fernseher und sagten, oh, diese arme Frau, ja, also das Mitleid war sozusagen auf der deutschen Seite. Und das, und von wem der Krieg ausging, war zwar irgendwann mal gesagt worden, aber dann kam dieses 7-minütige Interview mit dieser Frau, die erzählt hat, wie schlimm die Alliierten waren, die alles zerbombt haben und dass man danach nichts zu essen hatte. Der Großteil der Empathie in dem Beitrag galt dann denen, die auch Täter waren. Genau. Bevor wir bald die für Fragen auch öffnen, für alle, die online teilnehmen und genau wegen Corona nicht hier vor Ort sein können, möchte ich mit euch beiden noch einmal den Blick nach vorne werfen und sagen und euch fragen, was muss aus eurer Sicht von euch beiden, was muss passieren, damit es weniger Hass in unserer Gesellschaft gibt? Es wird überhaupt nichts passieren, damit es weniger, also es wird diesen Hass geben. Es wird hassende Menschen geben. Baldwin hat hunderte Seiten darüber geschrieben. Ja, Leute haben Angst vor sich selbst und haben Hassen. Es gibt und ich meine, kann man das ist, ich weiß gar nicht. Einfach, man muss einfach empathisch und offen bleiben für die Geschichten der Gehassten, für die Geschichten derjenigen, die marginalisiert werden, die gehasst werden, die erzählen. Und ich meine, du hast das vorhin gesagt. Wenn dann geschrieben wird, der Antisemitismus der Geflüchteten. Also kurzer Einschub. Ich wäre ja schon froh, wenn einige dieser Nasen schreiben würden, der Antisemitismus der Geflüchteten. Das Wort Geflüchtete würden sie ja noch nicht mal schreiben. Ja? Also das ist auch echt ein Teil eines großen, komplizierten Problems, weil es natürlich auch um Deutungshoheit geht darüber, wer ist Antisemit oder wer ist eine Antisemitin. Nur mal so. Die Perspektive der Bild-Zeitung darüber, wer in diesem Land Antisemit sei, ist nicht meine. Die Deutungshoheit darüber aber, wen man hier als Antisemit, den haben sehr, sehr häufig einfach sehr, sehr rechte Leute, auch sehr, sehr rechte Juden. It's a complicated cookie, ja. Also das ist nicht ganz einfach, auch untereinander, ja.
Ich meine, einer der finstersten Artikel, an die ich mich erinnere, der letzten Jahre, war eine große Liste, Bild-Zeitung, Alarmstufe Rot mit TH. Und dann hat man eine Liste gemacht. Wer ist in diesem Land alles irgendwie Antisemit? Und da war dann Claudia Roth mit Alexander Gauland zusammen. Am allerschlimmsten zwei deutsche Gerichte. Ja, legen wir auch mal schön eine Axt an den vielbesungenen Rechtsstaat, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Ja, ich kann etwas kritisieren. Mir haben diese Gerichtsurteile da in NRW auch nicht gefallen. Aber ich mache doch keine Liste und sage, wer gehört da dazu. Also die Deutungshoheit darüber, worüber wir reden, ist eine wirklich wichtige Frage. Diese Jungs, die sowas machen, und auch wenn sie einen Davidstern um den Hals tragen, sind nicht meine Freunde. Und das macht die Sache, das macht diese Diskussion auch wirklich nicht einfach. Aber was können wir dagegen tun, damit es keinen Hass mehr gibt? Gar nichts können wir tun, damit es keinen Hass mehr gibt. Sorry. In einer Rede gesagt, ich glaube, es war bei einer Opus Classic Preisverleihung, dass du dazu aufgerufen hast, Hasssprache keine Bühne zu bieten. Und ja. Du hast dabei als Beispiele genannt, das Parlament, und jede zweite kulturelle Talkshow. Bühnen. Ja. Ist das nicht ein Ansatzpunkt, dann zu sagen, das zum Beispiel würde auch Anzahl der Hass, oder bist du da ganz fatalistisch und sagst, ach, es gibt eigentlich eine Konstante an Hasssprache und es ist eher eine Konstante an Hasssprache und es werden immer wieder Gäste eingeladen, die dann mit diesem Dreck um sich werfen. Mhm. Manchmal denke ich mir, es gibt ja diese wunderbare Diskussion jetzt in den USA, wie könnte man vermeiden, dass der orangene Mann wieder andere Leute irgendwie seine Joe Biden irgendwie unterbricht, drehen doch einfach das Mikro ab. Manchmal würde ich mir ja wünschen, wenn schon jemand eingeladen wurde in eine Sendung wie diese Dame da vor zwei Tagen bei Lanz, dreh ihr einfach das Mikro und schmeißt die raus. Ja, also man muss auch nicht mit allen reden. Mhm. Ja, und sowas wie Mikro abdrehen und sagen, wäre etwas, was ich so als Aktion ganz nett fände, aber ja, nicht, muss auch genau auch überlegen, wem man welche Bühne bietet. Ja. Oder gar nicht erst einladen, ganz genau. Zumindest nachdenken. Lena, ich möchte auch dir die Frage stellen, was muss passieren, damit es weniger Hass in unserer Gesellschaft gibt, und möchte auch noch ein Zitat ergänzen, was du auch in dem Zeitartikel vor kurzem geschrieben hast. Du hast geschrieben, damit die Welt anders wird, müssen alle lernen, ihre Stimme zu erheben, wenn es um andere geht. Ich möchte als Jüdin nicht zuständig sein für das Thema Antisemitismus. Verbunden mit der Frage, was passieren muss, damit es weniger Hass gibt, dann auch die Frage, wie glaubst du, könnte es klappen, dass sich wirklich die Mehrheit der Menschen zuständig fühlen, dass das, was du mit Lernen beschreibst, dieses Lernen stattfindet? Nein, indem diese Frage immer häufiger an jeden Einzelnen gestellt wird, auch an die Mehrheitsgesellschaft. Und jetzt sind wir wieder dabei, irgendwie die Jüdin und der Jude sollen den Deutschen sagen, wie sie weniger antisemitisch oder rassistisch sein sollen. Das muss jeder verdammt nochmal für sie. Also so, ich glaube, ich überlege, was ich schreibe, ich überlege, was ich sage, ich überlege, wo ich wie spreche. Ich wähle meine Worte gewählt und ich überlege, ob ich die Stimme, die ich habe, indem ich Dinge schreiben kann, zum Beispiel in einem Medium wie der Zeit, wie ich meine Stimme nutze. Das ist meine Entscheidung. Und jetzt gibt es noch ganz, ganz viele Menschen in dieser Bundesrepublik, die auch eine Entscheidung treffen müssen. Und das ist nicht immer, also es ist, ich glaube, es geht um Zuständigkeiten. Und die Zuständigkeit liegt nicht bei den Minderheiten, den anderen zu sagen, was da getan werden muss. Es ist unser aller Problem und jeder für sich muss es lösen. Und ich glaube, es geht nicht darum, also ich finde auch immer diese Frage so ein bisschen, was sollen, also an uns KünstlerInnen oft, was soll die Politik tun? Verdammt nochmal, wenn ich es wüsste, wäre ich in der Politik. Ja? So, das ist nicht mein Job, euch zu sagen, was ihr tun sollt. Aber es ist mein Job auf Dinge, oder nicht mein Job, aber ich kann es als meinen Job ansehen, auf Dinge aufmerksam zu machen. Das ist das, was ich tun kann. Und
Ich glaube, es geht, also ich glaube, dieses Thema mit irgendwie, wem bieten wir die Bühne und wem geben wir das Sprechen? Mhm. Welche Geschichten veröffentlichen wir? Welche Geschichten erzählen wir? Wer erzählt uns die Geschichte? Wer spielt? Wir sind hier in einem Theater. Wer spielt auf unseren Bühnen? Wer steht hier? Wer bekommt das Wort? Ist eine ganz, ganz wichtige Frage, damit wir aus bestimmten hierarchischen Machtverhältnissen mal rauskommen, damit über Antisemitismus nicht die Bildzeitung bestimmt und die Weißen den Schwarzen nicht erzählen, was rassistisch ist und was überempfindlich. Ich würde dann jetzt, wenn es für euch in Ordnung ist, das Öffnen für Fragen von den Online-Teilnehmenden. Ich sehe auch, hier sind zahlreiche eingegangen und ich würde jetzt jeweils mal eine 1:1 vorlesen und dann genau entscheidet ihr, wer von euch oder beide die beantworten möchte. Darf ich auch die Namen vorlesen, die diese Fragen stellen? Ich gucke einmal in die Runde oder lieber nicht wegen Datenschutz. Okay, lasse ich lieber. Die erste Frage, die ich vorlese, ist folgende. Auf welche Weise kann das deutsche Bildungswesen endlich seiner Verantwortung gerecht werden und dafür sorgen, dass jeder einzelnen Schülerin, jedem einzelnen Schüler deutlich wird, dass jene Aufarbeitung des Holocaust nicht die Aufklärung an sich darstellt, sondern nur der Anfang dieses fortschreitenden persönlichen und gesellschaftlichen Prozesses ist? Du darfst gerne. Das eine ist, das, also, weil es ist echt eine große Frage. In dem Erfahren und Erleben Hand in Hand gehen. Lesen, Sprechen, Austauschen, Hand in Hand geht mit Erleben und Erfahren. Hinfahren zu den Orten. Bilder nicht nur auf Bildern sehen, sondern Bilder mit eigenen Augen sehen. Noch gibt es sehr wenige und immer weniger direkt Überlebende, sprecht mit ihnen, tauscht euch aus, hört zu. Und das, wenn das Hand in Hand geht, wäre schon sehr viel gewonnen. Ich finde auch Gedenkstättenbesuche unglaublich wichtig. Ich glaube, dass die was mit allen Menschen machen. Und ich glaube, es geht auch um das Thema Kontinuum, ne? Also eben nicht, wir behandeln jetzt 1933 bis 1945, weil ab da wurde die Welt eine bessere, sondern sozusagen aufzeigen, was heute passiert, wo ist die Verbindung zwischen 1943 und 2020 und wie gehen diese und auch sozusagen wie, also was sind die Abzweigungen von Antisemitismus? Weil ich glaube, dass, wenn wir vom Bildungssystem reden, dass man ganz viele Kinder und Jugendliche damit wahnsinnig gut erreicht. Weil was Kinder und Jugendliche echt gut kennen, ist ausgeschlossen werden. Weil es da ganz viel darum geht, um Ausgrenzung und wer gehört zu wem und wer darf mit wem, das kennen die. Und wenn man an diese Emotionen anknüpft, dann ist es etwas anders, als wenn man sagt, du musst für die Geschichtsklausur jetzt lernen, wann welche Schlacht wo stattfand und was Hitler, den es ja zum Glück nicht mehr gibt, wann wo beschlossen hat. Also ein sehr viel aktiverer Ansatz, als zur Zeit der Fall ist. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Leider ist immer noch technisch, haben wir das zumindest dieses Mal, vielleicht dann nächstes Jahr, noch nicht möglich, dann direkt zu reagieren, ob es eine Nachfrage gibt. Insofern, genau, müssen wir jetzt erstmal so hoffen, dass da die dringenden Nachfragen sonst, ich weiß nicht, nochmal im Nachgang gestellt werden können. Die nächste Frage, die eine Teilnehmerin euch beiden stellen möchte, ist, wie macht ihr anderen Menschen klar, dass nicht Juden und Jüdinnen das Problem sind, sondern es in der Verantwortung und Pflicht der Mehrheitsgesellschaft liegt, Antisemitismus entgegenzutreten? Und dann als Erklärung, oft ist es meines Empfindens nach so, dass viele Menschen zwar anerkennen, dass es ein Problem in Deutschland gibt, aber dann schweigen und Angst bekommen, was zu sagen, wenn es darauf ankommt. Zum Beispiel, wenn ein Mitmensch antisemitische Mikroaggressionen erfährt, zum Beispiel im öffentlichen Raum, in Bus oder Bahn oder im Freundeskreis. Das ist eigentlich ganz einfach. Solange mir noch niemand das Gegenteil bewiesen hat, ist die gleiche Luft, die ich atme, die du atmest. Ist die gleiche Straße, über die ich laufe, über die du läufst. Ja? Ist mein Land, ist dein Land. Und es ist dein Land, das hat Lena ja vorhin gesagt. Es ist dein Land, das gerade vergiftet wird. Ja. Und das hören die Menschen natürlich nicht gerne, ja. So. Also ist jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache nicht die Erfahrung, dass dann alle sagen, ach danke, dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Das hört man nicht gerne, man tut es gerne. Nee, ab. Es kommt dann so gerne so ein Satz wie, nein, die ist doch keine Rassistin, die hat sich einfach daneben geäußert. Ja,
Also, die wusste nicht, was die da sie sagt. Sie wusste nicht, was sie tat, ja, ja. Also, es ist einfach ganz, also wirklich, für die Art Gefühle, ja, oh Gott, ich fühle mich ja so unwohl, habe ich einfach wirklich keinerlei Mitleid. Ich habe nicht danach gefragt. Ich habe nicht danach gebeten, angegriffen zu werden. Ich wurde angegriffen. So, so, also nur mal so, werd dir klar, dein, das ist unser Zuhause hier, das wirklich gerade so mit der die Kurve nach unten zeigt, ist es nicht nur in meinem vitalen Interesse dagegen, was zu tun, sondern auch in deinem. Und das ist die einzige Antwort, die ich geben kann. Willst du noch ergänzen oder also direkt? Okay. Ein Mensch möchte gerne von euch wissen, ob wir andere Länder und Gesellschaften als Vorbild für den Umgang mit Diskriminierung und Antisemitismus nehmen können. Fällt mir spontan keins ein. Mhm. Nur einzelne Personen. Mhm. Mhm. Die? Nee. So. Die nächste Frage, auf welche Weise, Moment. Die nächste Frage ist, wie aber erreichen wir diejenigen, die nicht heute an dieser Veranstaltung teilnehmen? Wie ich gelernt habe, ist in diesem Zusammenhang die Aufklärung und Erziehung der heutigen Jugend, also es ist ein Zitat, nicht mein Wort, elementar. Was können wir tun, um diese Generation besser zu erreichen und wie wollen wir diese Thematik ganz konkret angehen? Ich glaube, es fängt einfach im Alltag an. Es geht gar nicht darum, solche Veranstaltungen zu machen. Wobei es auch bei solchen Veranstaltungen habe ich gelernt. Also ich habe das schon öfter gehabt, dass jetzt ist ja Corona, wir haben kein Publikum. Aber manchmal kommen Menschen zu solchen Veranstaltungen, die dann denken, ich mache es ja richtig. Deswegen bin ich ja auch da und ich habe jetzt 15 Euro Eintritt gemacht, gezahlt und ich bin sozusagen ein Guter. Und dann kommen Fragen, die ganz klar irgendwie von rassistischen oder antisemitischen Bildern geprägt sind. Also muss man auch erstmal sagen, guck doch erstmal zu dir. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, die Menschen zu solchen Veranstaltungen zu bringen. Ich glaube, es geht darum, in seinem Alltag, ob es, so wie du sagst, irgendwie im Bus, wenn die Kinder irgendwie irgendwas sagen aus der Schule, wenn man Bücher liest, wenn man irgendwie beim Abendessen irgendwo sitzt, ja, also ich finde auch, dass, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten Jahren sind Dinge, Worte oder Sätze in Kreisen gefallen, wo ich ganz schön mit den Ohren geschlackert habe, die ich nicht für möglich, also es ist nicht so, dass es einem an Gelegenheiten mangelt, kurz mal was zu sagen. Zum Beispiel nennen, was war das zum Beispiel, was war das für ein Moment? Ja, also es gab doch dieses Zitat, also jetzt fällt mir spontan was ein, das war ein Zitat von, oh, ich kenne mich mit Fußball nicht so aus, aber es gab doch von so einem irgendwie so sinngemäß, dass die Afrikaner ja selber schuld seien, weil die ja nichts weiter tun, als irgendwie Kinder zu bekommen oder Kinder zu zeugen. Also er hat es etwas krasser oder nicht nur etwas, sondern sehr viel krasser ausgedrückt als ich gerade. Und ich saß in einem Kreis von, wie sagt man so schön, Bildungsbürgertum. Und dann ging es irgendwie um diesen Satz. Und dann sagte zum Beispiel jemand irgendwie, ja, er soll sowas denken, er soll es halt nicht laut sagen. So, ja. Und dann denke ich, nee, es fängt ja beim Denken an. Also das ist ein Moment, wo man dann fragt, sprenge ich jetzt die Gartenparty, indem ich sage, naja, ich finde, da muss man noch einen Schritt zurück oder halte ich die Klappe? Oder wenn, weiß ich nicht, Kinder, finde ich, bringen ganz schön viel so mit, was die mal gehört haben. Einfach mal so einen Satz von über Menschen, die anders aussehen, glauben, denken, leben. Weil da jetzt auch wieder die Frage ist, warum gerade du dann diejenige sein musst, die in dem Moment das anspricht und ob nicht einer der anderen Menschen, die dort anwesend waren, das angesprochen hat. Also Frage, hat einer der anderen das angesprochen? Nein, es hat wurde nicht angesprochen. Und natürlich ist man, also wenn ich es anspreche, bin ich natürlich immer die Sensible. Und dann gerne irgendwie, also sozusagen, ich bin dann die Minderheit, ja, dann bin ich irgendwie, du liest ja auch alles so genau. Das ist ja auch dein Metier mit Worten, mein Gott, muss man da jetzt zwischen den Zeilen suchen? Nee, ich finde nicht, dass man zwischen den Zeilen suchen muss. Ich fand es ziemlich offensichtlich. Das heißt, du wärst der Logik nach dann quasi schuld dafür, dass du die Aussagen ernst nimmst. Ja, oder und man ist natürlich immer so der Partypooper, ne? Man ist dann so der nicht einfach nur sagt, irgendwie, das ist der Kartoffelsalat, ist aber gut. Willst du was ergänzen, sonst nehme ich die nächste? Die nächste. Okay. Noch eine ganz andere Debatte. Ein Satz nur dazu. Das ist wie so,
in jeder guten jüdischen Geschichte, die dann immer mit so einem Schulterzucken endet. Der traurige Fakt ist, natürlich ist der Typ, der das gesagt hat, ein unerträglicher Rassist und ein Arschloch. Mit nichts zu entschuldigen. Der Typ, der das am Tisch verteidigt hat, nach dem Motto, naja, hätte er es nicht gesagt, ist nicht viel besser. Der traurige Fakt ist, hätte dieses Arschloch das nicht gesagt, hätten wir es nicht gewusst. Wir können nicht wissen, was wer denkt. Wir können das nicht. Wir können einfach nur versuchen, in unserem Bereich, für manche ist dieser Bereich sehr klein, manche kennen wenige Menschen, manche haben eine sehr, sehr große Plattform, einfach gute Menschen zu sein und bestimmte Dinge einfach, ja, nee, damit würde ich einfach mal enden, einfach gute Menschen zu sein, ja, und das ist schon schwer genug, den Anspruch zu erheben, per Röntgen zu wissen, was wer denkt. Das hat, wie gesagt, das hat Tom Cruise im Film versucht, das hat nicht funktioniert. Das wäre richtig Dystopie. Ich glaube, kann ich dieses gute Menschen ergänzen? Ich glaube, es geht auch ganz viel darum, nicht nur sich selbst zu sehen und nicht nur die eigenen Leute zu sehen und empathisch zu sein. Und nicht nur sozusagen, es gibt ja ganz viel dieses, solange es mich nicht berührt, ja, solange es um die anderen geht, ja. Also man wird dann ganz aktiv, wenn es einen plötzlich selber betrifft, weil man, weiß ich nicht, jemanden kennen, der krank ist oder der irgendwie zu einer Minderheit dazu gehört, dann wird man plötzlich aktiv. Man muss nicht zu einer Minderheit gehören, um festzustellen, dass es nicht in Ordnung ist, Minderheiten schlecht zu behandeln. In dem Zusammenhang möchte jemand von euch wissen, ob es auch positive Beispiele gibt von Reaktionen auf antijüdische Vorfälle, die euch Mut machen. Fang du an. Selbstverständlich gibt es sie. Es gibt Politikerinnen und Politiker in diesem Land, wo ich einfach sage, bestimmte politische Entscheidungen mag ich kritisieren oder nicht kritisieren, aber ich habe ein felsenfestes Vertrauen darauf, wenn ich mit diesem Mensch zusammen bin, habe ich ein Dach über dem Kopf. Die gibt es. Die leben das vor. Ja, und ich kann jetzt Namen nennen, ich kann jetzt irgendwie, also Claudia wäre ein gutes Beispiel dafür. Ja, ich habe das Gefühl, ein Dach über dem Kopf. Es gibt Menschen, deren ganze politische Agenda, die kannst du im Grunde genommen auf einen Satz runterreduzieren und der da heißt, es gibt keine egalen Menschen. Und es gibt keine egalen Aktionen. Die gibt's einfach nicht. Es gibt auch keinen zu kleinen Scheiß. Es gibt einen Scheiß, gegen den stehe ich ein. Und wenn er noch so klein ist, ich stelle mich so hin und sage, an mir kommst du nicht vorbei. So. Und das sind Aktionen und das sind vor allen Dingen ein vorgelebtes Leben, das mir Vertrauen gibt und, ja, ein gutes Gefühl einfach gibt, ein Gefühl der Geborgenheit gibt. Ich glaube, man kann das sozusagen den Kreis kleiner machen. Es geht ganz viel, finde ich, um die Reaktionen der Menschen um einen herum. Also, wie die reagieren. Ich habe heute irgendwie im Zusammenhang mit Ein Jahr nach Halle ganz viel das Wort gehört, betroffen. Ja, betroffen ist immer so ein bisschen so, es trifft mich, aber es macht mich betroffen, hat noch nichts mit mir zu tun in meiner sprachlichen Wahrnehmung. Es macht mich halt betroffen. Und es gibt Menschen, die trifft es, ja, die sind getroffen. Also wenn dann so ein Anschlag auf Halle passiert, wenn ich höre, irgendjemand wurde heute rassistisch irgendwie angegangen, irgendjemand wurde ausgegrenzt, weil er oder sie eine Behinderung hat, ja, dann trifft es mich, dann betrifft es mich nicht und ich denke nicht so mit Abstand, ach ja, das finde ich echt eine schlimme Sache, wo ist denn mein Cappuccino, sondern es trifft mich. Ich mag dann nicht an meinen Cappuccino denken und das spürt man. Und diese Menschen, also diese Art von Reaktion zu spüren, dass man nicht alleine ist, also dass es eben trifft, ist so eine Reaktion, wo man eben dann nicht mehr eine Minderheit ist, sondern sich umarmt fühlt, vielleicht so. Das klingt jetzt pathetisch und umarmt ist ein großes Wort, aber das ist das Gefühl, was man in dem Moment braucht. Wieder ein Sprung, ganz anderes Thema. Folgende Frage.
Wie sollte man mit belasteten Persönlichkeiten aus Geschichte und Kultur umgehen? Zum Beispiel Werke von Autoren und Künstlern, die in der NS-Zeit profitierten oder sonst auch offen antisemitisch waren. Aus der Musik würde mir zum Beispiel Strauss, Furtwängler oder und Furtwängler einfallen. Bis zu welchem Grad kann man zwischen Werk und Künstler trennen? Wann bietet man dem Künstler, der Künstlerin die Bühne und wann nicht? Reicht ein Hinweis auf die Schattenseite des Künstlers, der Künstlerin im Programmheft? Mich das zu fragen. Viel Spaß. Herzlichen Dank. Ich mache es eigentlich, ehrlich gesagt, mache ich es ganz einfach. Ja, das ist eine wohlfeile Frage, weil es ist eine Frage, die sehr viel zu tun hat, auch mit Machtstrukturen, mit Machtverhältnissen. Also so zu tun, als könnte man Richard Wagner canceln, ist einfach grotesk, ist aber lächerlich. So. Also lächerlich. Wir wissen alle, wer Richard Wagner war. Wir wissen, wer Hugo Wolf war. Es gibt unzählige Beispiele. Furtwängler ist ein sehr kompliziertes Beispiel. Es gibt, sagen wir mal, weniger kompliziert. Wir kennen sie alle. Ja? Natürlich kann man Werk und Autor nicht trennen und trotzdem wird Werk und Autor getrennt. Ich halte das, also ich kann ja nur für mich entscheiden, wie quasi mein eigenes inneres Klima damit umgeht, ja, und ich spiele ja manchmal Wagners Musik. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ist der Gedanke ganz leicht. Der geht nämlich so, ich finde die Musik nicht alles, ich finde einige seiner Werke absolut grandios. Fakt ist, der ist tot, ich lebe, ich habe gewonnen, ich spiele das, das ist meins, das gehört mir. Ich kann es kontextualisieren, ich kann damit machen, was ich will, ja. Der Typ ist weg. Und es gibt ein Ding bei Musik, das mir über diese Fragen nachzudenken sehr, sehr hilft. Es gibt ja in Deutschland oder in den deutschen Kulturfeuilleton oder in den deutschen Feuilleton, aber auch in so Gesprächen über Musik immer diesen Satz von, ja, die großen Komponisten der Vergangenheit und die Künstler, die sehr, sehr dahinter zurückstehen und dann bleibt nur noch die Musik übrig. Jetzt machen wir mal das Experiment. Hier steht hier gerade kein Klavier. Ich rede jetzt über Richard Wagner. Hört ihr was? Nein. Der ist einfach bis in diesem konkreten Raum, beispielsweise ich jetzt eine Taste runterdrücke und es erklingt ein Ton, ist Wagner nicht existent. Der hat nichts hinterlassen, außer einem gedruckten Papier und dem Auftrag, etwas damit zu tun. Was wir damit tun, was der Kontext ist, das liegt allein an uns. Und du kannst das heiligste Werk Musik, die schönsten Dinge, wie Schuberts Ave Maria, wie das wahrscheinlich bedeutendste jüdische Sexlied aller Zeiten, nämlich Leonard Cohens Halleluja. Du kannst das zu etwas Wundervollem machen und du kannst, wie vor einigen Wochen im Weißen Haus, auch eine Schuberts Ave Maria in eine absolute Travestie verwandeln. Musik ist uns Lebenden ausgeliefert und den Kontext, den wir ihr geben. Ich bekomme gerade auch nochmal den Hinweis, dass sich hinter dem Vorhang ein Klavier befindet. Also es gibt sogar hier ein verstecktes. Ist auch richtig. Das Gleiche gilt ja nicht nur in der Musik, sondern auch fürs Theater. Du hast erzählt, dass du auch im Theater in Produktionen grundsätzlich aktiv bist. Vielleicht darf ich die Frage auch dir noch fürs Theater stellen. Wie geht ihr am Theater mit dieser Frage um? Na, das ist ja, ich finde, das ist bei Musik und Worten ist es ja nochmal was anderes, weil ich finde, AutorInnen, die tatsächlich aufgeschriebene antisemitische oder rassistische Sätze schreiben, die wiederzugeben, finde ich mehr als fragwürdig. Ja. Das ist, finde ich, ist nochmal was anderes. Also da ist Autor und Kunstwerk und KünstlerInnen, finde ich, schwerer zu trennen beim Wort, weil da einfach jemanden, also jetzt im Theater, etwas sagen lässt. Ja. Und zwar bewusst etwas sagen lässt. Und das ist die Frage, ob ich das reproduzieren will. Also ob ich dieses dem Gesagten eben nochmal eine Bühne im wahrsten Sinne des Wortes biete oder nicht. Mhm. Es ist 17.18 Uhr, also wir schaffen vielleicht noch eine oder zwei Fragen. Ich stelle euch vielleicht sogar zwei Fragen und dann könnt ihr überlegen, welche ihr davon beantworten wollt. Die erste Frage, damit könnt ihr jetzt Einfluss nehmen auf die Veranstaltung nächstes Jahr, ist, welche Rolle können nach Ansicht der Gäste von euch beiden Initiativen wie Herr Tietz in der gesellschaftlichen Debatte spielen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die gestellt wurde, ist, könnt ihr Organisationen nennen, die wertvolle Arbeit leisten und Unterstützung gebrauchen könnten?
Darf ich die zweite Frage beantworten? Mach du die zweite, ich mach die erste. Ja, sofort fällt mir ein, es gibt eine Organisation, die kennen wir beide wahrscheinlich und die kennen viele andere getroffene und betroffene Opfer auch. Mhm. Die nennt sich Hate Aid. Die, wie Hate und Aid, und die juristische Hilfe denjenigen bieten, die sie brauchen, die angegriffen, die beleidigt, die bedroht, was auch immer werden, online. Das ist eine grandiose Organisation, das sind wirklich gute Leute, und die zu unterstützen, da kann ich gar nicht genug Menschen dazu animieren. Mhm. Danke. Ich mache die erste ganz schnell. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass ihr diese Initiative als Studierende gegründet habt. Also, dass es quasi von unten kommt und nicht von oben, nicht von der Politik. Dass es auch darum geht, irgendwie Geschichte aufzuarbeiten. Also, dass man nicht einfach nur sagt, irgendwie, da ist Geld, jetzt machen wir mal was. Sondern, dass man auch sagt, okay, wir zeigen mit dem Finger in die Eigenwunden, auch da, wo es weh tut. Wir zeigen auf uns und nicht auf andere. Ganz wichtig und ganz, ganz toll. Jetzt bleibt mir nur noch eins, mich ganz herzlich für euch zu bedanken, dass ihr hier wart, dass ihr den Weg nach Berlin gefunden habt und jetzt sogar beide wieder aus Berlin abreist und deswegen eben auch zum Bahnhof müsst. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart und seid. Danke für die Einladung. Alles klar. Wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel. Daya wird jetzt nochmal zu mir kommen und die nächsten 10 Minuten haben wir dann nochmal Gelegenheit, dass Daya Fragen beantwortet. Ich würde jetzt einige der Fragen direkt auch an Daya stellen. Ihr dürft natürlich auch gerne nochmal separat Fragen stellen, die ganz explizit auf Daya gerichtet sind, vielleicht auch in Bezug auf ihr Eingangsstatement am Anfang. Hallo Daya, vielen, vielen Dank, dass du auch noch 10 Minuten Fragen beantwortest. Ich stelle am Anfang direkt die letzte Frage auch nochmal an dich. Kannst du uns Organisationen nennen, die wertvolle Arbeit leisten und Unterstützung gebrauchen können? Oh, wie viel Zeit haben wir? 10 Minuten. Ich gebe jetzt 10 Minuten eine Liste von NGOs. Nein, also ich glaube, dass es wichtig ist, im Kampf gegen Antisemitismus und im Kampf für diese pluralistische, offene Wertegesellschaft einerseits den Hass zu sehen und ihn anzuerkennen, aber gleichzeitig auch Normalität von marginalisierten Gruppen zu zeigen. Also daher würde ich immer sagen, die Organisationen auch hervorzuheben, die nicht nur Leuten, oh Gott, alles ist so schlimm, sondern auch tatsächlich so Realitäten von marginalisierten Gruppen, also Juden und Jüdinnen, zeigen. Und ich glaube, also ich selbst habe eine Organisation großgezogen, so mein kleines Baby, die Jüdische Studierendenunion. Ich glaube, sie machen wundervolle Arbeit. Sie haben jetzt 30.000 Euro als Studierendenorganisation für den Kiezdöner in Halle gesammelt und übergeben als Solidarität. Ich finde, das zeigt, dass man, dass diese Organisation sehr viel schafft. Das ist eine Organisation, die ich super finde. Dann RIAS, Report Antisemitism, ist eine sehr wichtige Organisation, eine Meldestelle für Antisemitismus. Ich glaube, das ist eine der Hauptfunktionen, um einfach die Daten zu haben. Und generell würde ich schauen, dass wenn man Zeit oder Geld oder Ideen und Gedankengut an Organisationen gibt, dass man die unterstützt, die es vielleicht auch aus der Grassroots-Perspektive nicht so einfach haben, an große Bundesgelder immer zu kommen. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe hier noch eine Frage gestellt bekommen, wo ich mir sicher bin, dass die dich freuen wird zu beantworten. Aber die ist auch vielleicht auch nicht ganz leicht, aber das werde ich gleich sehen. Welche blinden Flecken oder eingefahrene Denkmuster haben Menschen, die sich selber als progressiv bezeichnen und sich natürlicherweise gegen Antisemitismus positionieren? Und was können sie tun? Ich glaube, ein blinder Fleck ist immer die eigene Bubble. Also ich merke, in meiner Bubble wird zum Beispiel sehr viel gegendert und das ist für mich total normal mittlerweile. Und wenn ich plötzlich die Tagesschau gucke, dann bin ich total verwirrt. Also ich glaube, die eigene Bubble, wenn man in der progressiven Szene ist, dann denkt man, alle denken so, und dann kommt man in die echte Welt und merkt, oh nee, andere haben doch noch anderes Gedankengut und Stereotype. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, ob das jetzt Twitter, Instagram, Facebook ist, ein ganz einfacher Schritt ist, aus seiner eigenen Blase rauszugehen. Also Menschen zu folgen, die eben nicht so aussehen wie man selbst, die nicht unbedingt dieselbe Auffassung haben. Und damit meine ich jetzt nicht Rechtsextremisten folgen, aber zumindest vielleicht auch mal zu überlegen, folge ich eigentlich schwarzen Menschen und die über ihre Erfahrungen berichten? Das ist eine wichtige Frage. Und die meisten tun es eben nicht, wenn man nicht selbst betroffen ist und nicht selbst diese Geschichten irgendwie kennt. Also da einmal aus der Blase raus. Und das wäre so eine Frage, um blinde Flecken zu lösen und also um eine einfache Form zu machen. Und das andere ist, um blinde Flecken zu lösen, würde ich sagen, das in den Alltag einbeziehen. Also wenn man ein Abendmahl, sage ich mal, mit Eltern oder Geschwistern oder Freunden hat, vielleicht mal jemanden einladen, einfach aus einem
aus einem anderen Themenbereich, wo man nicht drin ist und diese Person mal einladen, erzähl doch mal was. Und nicht BotschafterInnen-mäßig, aber doch nochmal andere Perspektiven mit einbringen und dann eine interessante demokratische Debatte haben. Ja, also ich will jetzt nicht vom rechten, extrem rechten Spektrum, also das muss man jetzt nicht haben. Ich brauche jetzt nicht die AfD an meinem Dinnertable, aber ein bisschen raus aus der eigenen Bubble und um dann zu schauen, auch wie argumentieren andere, wie kann ich das einbinden in mein Verständnis der Welt. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich im Vorhinein nicht damit gerechnet hätte und das auch trotzdem aber gut passend finde, dass jetzt auch nochmal die Einladung in die Tagesschau ausgesprochen wurde, doch bitte mit gendergerechter Sprache anzufangen. Also auch das nochmal ein Ergebnis der Veranstaltung. Eine weitere Frage habe ich, gerade weil du auch in deinem Eingangsstatement so über Hertie gesprochen hast, passt das sehr gut. Die Frage an dich ist, hast du eine Anregung, wie die Hertie-Stiftung konkret heute offensiver umgehen sollte mit deren NS-Vergangenheit, also mit der Enteignung der Familie Tietz und ihrem Profit davon? Also ich muss sagen, mir war es auch nicht ganz so bekannt vorher. Also ich kannte natürlich die ganzen Kaufhäuser und diese Geschichte so ein bisschen. Und immer der Name war mir schon im Zusammenhang mit der Hertie School of Governance und Stiftung und mal hier und da gesehen. Aber so wirklich damit auseinandergesetzt, was haben sie schon getan und was nicht, habe ich nicht, bevor ihr gegründet habt und bevor ich mich damit befasst habe. Von daher ich glaube, es wäre sehr wichtig, breiten Support für die Initiative zu bekommen einerseits. Also dass jüdische, nicht-jüdische, migrantische, alle möglichen Organisationen sagen, ja, das ist uns wichtig. Als Minderheiten, als marginalisierte Gruppen wollen wir diese Hertie-Initiative unterstützen. Um halt diese Progressivität oder einfach die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ein ganz konkreter Wunsch, ich habe es gesagt im Statement, es ist ein dunkles Kapitel der Geschichte und das Kapitel ist da und man muss es nicht nur in einer Vorstudie aufschlagen, sondern wirklich aufschlagen. Und es gibt noch viel schlimmere, in Anführungsstrichen, Organisationen, Basen und Co., die das gar nicht richtig aufmachen, das Kapitel. Und zwar hat die Hertie-Stiftung es aufgemacht, aber ich glaube, es braucht eine wissenschaftlich unabhängige Studie, die wirklich eintaucht und schaut, was da ist, weil man kann nicht auf etwas bauen, was bröcklich ist. Und wenn man, ich glaube zum Beispiel die Hertie School of Governance möchte ja immer die Führungskräfte von morgen ausbilden, aber wenn die Führungskräfte von morgen nicht wissen, durch welches Leid eigentlich gegangen worden ist innerhalb dieser Institution, dann kann die Foundation tatsächlich, die Basis kann nicht halten. Und daher wäre mein ganz konkreter Anspruch zu sagen, eine unabhängige wissenschaftliche Studie und auch Juden und Jüdinnen teilhaben lassen, also und jüdische Gemeinschaften nicht selbst nur entscheiden, sondern diejenigen, die das Entscheidungsrecht haben und Mitspracherecht haben sollten, sind immer auch die betroffen sind oder waren. Sind das NachfolgerInnen oder sind das heutige lebende Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und dann und vielleicht sogar die letzte Frage angesichts der Zeit, die ich dir gerne stellen möchte, die ich auch schon Lena und Ivo gestellt habe. Gibt es positive Beispiele auf antijüdische Vorfälle, die dir persönlich Mut machen? Ja, einerseits sind so antisemitische Vorfälle immer ein Schock und gleichzeitig auch nicht. Und man lebt als jüdischer Mensch in Deutschland so in dieser Ambivalenz von man weiß nicht, ob man schockiert sein soll oder nicht. Ich finde damals, als 2008 oder 2019 die Gürtelschlägerattacke in Berlin war, gab es eine Demonstration vor der jüdischen Gemeinde in Berlin in der Fasanstraße. Und das war eine der ersten Demonstrationen. Ich durfte sprechen als von der jüdischen Studierendenunion. Und das war eine Demonstration, wo mehr nicht-jüdische Menschen als jüdische Menschen da waren. Und das, muss ich sagen, war für mich bewegend, weil sonst habe ich immer bei diesen ganz vielen Demonstrationen einfach Freunde, Bekannte gesehen aus dem jüdischen Familienfreundeskreis und das hat mir Mut gemacht. Und gleichzeitig bewegen wir uns auch vor allem mit Social Media, also Instagram, Twitter, bewegen wir uns in einem Rahmen, wo nicht-jüdische Organisationen auch aufmerksam machen auf Antisemitismus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass nicht nur Juden und Jüdinnen und jüdische Organisationen sagen, Achtung, es gibt Antisemitismus, sondern eben andere. Und genauso wir aber auch als jüdische Organisationen sagen, es gibt hier Hass gegen schwarze Menschen, Hass gegen Menschen mit Behinderung. Das ist wichtig, diese gegenseitige Unterstützung, den Support, das Empowerment zu geben. Und das, also immer wenn ich sehe und höre, wie andere sich dafür aussprechen, also auch bei der Kundgebung am Mittwoch in Halle von der Studierendenunion waren eben alle Jugendparteien, alle demokratischen Jugendparteien, sollte ich dazu sagen, waren anwesend und haben Delegationen geschickt. Und das fand ich ein sehr bestärkendes Element. Also für mich persönlich ist es immer wichtig, wenn
Nicht-Betroffene aufmerksam machen auf das Problem von Menschen aus ihrer Perspektive. Mhm. Also aus unserer, nicht nur selbst das zu sagen, sondern dass die Betroffenen das Sprachwerk haben, aber empowered werden von Nicht-Betroffenen. Mhm. Das finde ich sehr wichtig und wertvoll und würde mir mehr davon wünschen und erhoffen und auch eben nach heute, nicht nur am Jahrestag von Halle, auch darüber hinaus. Eine Frage schaffen wir noch, seit 1728, 29, du hast also unter einer Minute, sie zu beantworten. Und das ist natürlich auch eine sehr schwere Frage. Die Frage, die auch an dich jemand stellen möchte, ist, wie du anderen Menschen klar machst, dass es nicht Juden und Jüdinnen das Problem sind, sondern es in der Verantwortung und Pflicht der Mehrheitsgesellschaft liegt, Antisemitismus entgegenzutreten. Unter einer Minute, Laos ist ein Land in auf der Welt, wo keine Juden und Jüdinnen leben. Trotzdem ist der Antisemitismusanteil sehr hoch. Wie kommt es, dass ein Land einen Antisemitismusanteil hohen hat, ohne dass Juden und Jüdinnen dort leben? Einfach, es hat einfach nichts mit jüdischer Anwesenheit und jüdischen Menschen zu tun. Es hat nichts mit der Beschaffung, mit der Wahrnehmung von jüdischen Menschen zu tun. Es ist Stereotype, Geschichten, Gedankengut, was von Nichtjuden geschaffen worden ist über Juden. Und Juden hatten dabei nie Mitspracherechte. Wir waren immer in der Opferrolle, in der Verteidigungsrolle. Ja, alles klar. Ja, ich gucke gerade, wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank an dich und auch noch einmal an Igor und Lena, die jetzt schon am Bahnhof sind, dass ihr hergekommen seid und mit uns gesprochen habt. Ganz, ganz vielen Dank. Super, perfekt. Dann sind wir durch.